Wie bitte, Leon? Botanische Gärten sind nichts für dich? Aber du musst trotzdem noch mal rein. Zu Pflanze 43, so sieht's aus. Da haben wir im letzten Part erfolgreich den Löffel abgegeben, ja. Ich habe jetzt ein paar überflüssige Items einfach mal in der Box gelassen, damit wir nicht so viel Item-Gequetsche haben. Eigentlich haben wir schon so viel Platz, aber trotzdem ist es halt noch enorm. Ist direkt weggeburnt, dass wir nochmal sicher gehen dürfen. Okay, reicht gerade so. Da hinten schon. Also, weil ich gestorben bin, muss ich es halt nochmal neu machen. Ich habe euch jetzt einfach mal mittendrin mitgenommen. Also, hier haben wir uns schon im letzten Part umgeschaut. Wir sollen das hier auffüllen. Ja. Dafür brauchen wir diesen Code. Wir haben die Dreiecksteine, dann den einzelnen und den Rest kann man nicht lesen. Hier ist auch wunderbar unterwegs. Handgranaten nehmen wir mit. Und ansonsten haben wir den Spaß unseres Lebens. Hey, macht ja wirklich Spaß. Sieht ja schön aus. Wenn Wissenschaft zu weit geht. So, und das habe ich schon geöffnet. Dass ich mir nichts wie runter kann. Hier kam aber so ein verdammter Licker. Und dieser Licker, ich habe den Flammenwerfer ausgerüstet. Ich glaube aber, ich nehme meine Schrot. Da einen Weg und es gibt da einen Weg. So, die Karte hatten wir. So. Und nochmal Schießpulver. Wir könnten einfach die beiden Schießpulver kombinieren. Oh, jede Menge Pistolenmunition, aber heftig, Junge. Dann werden wir die doch los. Für den Licker, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Wollen ihm ja auch nicht viel, zu viel gönnen. Der gönnt uns ja auch keinen Spaß. Hier irgendwo kommt der Drecksack. Da ist kein Strom. Mehr Flintenmunition stecken wir gerne ein. Murph, ich weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat. Wir können das jetzt mitnehmen und ich guck mal, ob da vielleicht ein Hinweis drauf steht. Gurk-Institut. Aha. Das ist der komplette Code. Vielleicht gibt es ja mehrere, die mit den ersten beiden anfangen. Vor dem Kraut kraut's mir nicht. Kann's kommen. Das sind zwei. Bin ich auf Gefahr, aber okay, ja. Die Heilung gönne ich mir und zwar damit. Ach, ein Zombie auch noch hinterher. Ja, wenn dann die volle Dröhnung, ne? Okay, okay. Was? Wo kommen die auf? Ah, die sind alle aufgestanden jetzt. Bestes Timing. Dass ich jetzt auch der Burner alles nochmal machen zu müssen für euch. Was zum? Ich muss schon sagen, das war jetzt ein stolzes Aufgebot. Der Spaß ist auch noch nicht vorbei, ne? Es ist. Das war's noch gar nicht. Fahr. Ich bin halt so ein Trottel und ich komme da direkt erstmal mit einer Pistole an. Ja, schon wieder auf Gefahr, ich Idiot.
Macht man den Flammenwerfer noch aufheben oder so? Ein Gemetzel. Also ich habe das Erste-Hilfe-Spray, weil wir so viel Kraut rumliegen haben, auch oben. Theoretisch könnte er nach oben gehen. Das machen wir. Pass auf, ich bin ja auf Gefahr. Aber ich habe eigentlich keine Angst von den Typen im Gewächshaus. Könnte mir jetzt natürlich auch wieder den Kopf kosten, aber wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Deswegen, wer keine Liebe macht, kriegt kein Kind. Einer. Ja, gepflegte Ranken-Zombies, sag ich einfach mal. Dann haben wir hier blau. Aber ein rotes suche ich noch. Da lag doch irgendwo ein rotes, nicht wahr? Ich hoffe, die werden nicht andauernd hinterhergeschickt. Die respawnen hoffentlich nicht. Ich hätte gerne ein rotes Kraut so. Nicht wundern, je länger man drauf hält, desto effektiver wird's. Also wenn ihr nur kurz macht, dann bringt das meistens eigentlich gar nichts. Also hier ist doch nichts. Kein rotes mehr. Man könnte mich ehrlich gesagt mal. Zum Glück hat's gereicht. Jetzt habe ich aber nichts mehr für die. Für was? Ah, so eine Scheiße, aber wir ziehen uns zurück. Taktischer Rückzug. Ist schon mal schlimmer gelaufen. So, der Flammenwerfer ist also leer, dann tut ihn halt mal weg. Ja, ganz einfach. Auch die Magnum habe ich weggetan. Die könnten wir uns jetzt zurückholen. Genauso wie das Erste-Hilfe-Spray, das bräuchten wir jetzt. Als ob ich das bräuchte. Ich brauche nur den Hinweis, oder? Ich kann es aber nicht auswendig sagen. Vielleicht wird angezeigt, dass ich das nicht mehr brauche. Wenn ich den Code eingegeben habe. Mal schauen, mal schauen. Machen wir das einfach mal. Jetzt war ich da aber noch nicht fertig, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Tieftemperatur-Testlabor. Ach Moment, das hieß, das holen und dann kühlen. Das war doch der Hinweis, ne? Erst holen und dann kühlen, bevor man das einsetzt. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Ist ein bisschen verwirrend. Solltet ihr den letzten Part nicht gesehen haben oder euch schlecht erinnern. Aber sind ja nicht alle so bescheuert wie ich, ne? Dreieck. Kleiner Strich. Ausrufezeichen, dicker Strich. Komische Codes habt ihr da. Drug Testing Lab. Und dann machen wir den Behälter voll. Den müssen wir am Ende hier hin tun. Aber es hieß ja erst kühlen. Und da was steht von wegen Dingsbums-Labor. Hier ist ein rotes Kraut. Steht da schon wieder was? Oder respawn die halt, weil die Pflanze immer was Neues gibt? Ja, müssen wir uns drum kümmern, ne? Das ist der Punkt. Hier habe ich das rote Kraut immerhin gefunden.
hoffe mal, das ist nicht so explosiv wie in Resident Evil 1 gegen Ende, wo du ganz im Schritttempo laufen musst. So, pass auf. Benutzen. Ihr kriegt das schon hin, oder? Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ist dein Ernst? Kann ich nochmal einen Hinweis lesen? Erforderliche Menge UMB 21 P minus Epsilon einfüllen. Als ob ich das wüscht. Habe ich das gerade... Ich habe gerade abgespeichert, ne? Ja. Ja. Erforderliche Menge. So? Nee? Das alles reinkriegen, und zwar alles hier rein. Achso, das Rätsel ist gar nicht so wild, wie die tun. Muss ich gerade ein bisschen rumprobieren. Es ist dann zu viel, es ist schon klar, aber... Liebe Laborfuzis, euch ist schon klar, dass es übelst umständlich ist hier. Ja? Dann ist ja gut. Der kommt ja nicht mal so weit, der ist ja nur zum Füllen da. Das ist ja schon wieder zu viel. Nein! Witziges Rätsel. Harmlos. Aber interessant. Ich dachte schon, hier kann man voll viel falsch machen. Du sollst das... Mach mal die kleine voll. So viel wie da reinpasst. Ne? So. Als nächstes... Das ist ungleichmäßig. Alles da reinmachst. Ist der Kram voll. So, jetzt gibt es den kleinen Unterschied. Wenn ich die drehe. Ne? Ist nur ein kleiner Unterschied. Also wir hier nur ein bisschen drin haben. Dieses bisschen füllen wir natürlich hier rein. Das zu viel. Ich raste aus. Das zu viel füllen wir hier rein. Und wenn wir jetzt. Nein! Ah, genau. Das. Oh, scheiße! Das geht jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Mann. Guck mal. Ich verstehe es schon. Es ist Mangel, es scheitert nur noch an der Ausführung. Sekunde, Boys. Da drehen das rüber. Das kann man in Sekunden lösen, das verdammte Rätsel. Jetzt hast du hier eine kleine... Nur eine kleine Fläche. Tu es jetzt aber. Das hier, so hier hin. Ja. Weil...
ich jetzt das und das tausche und die Sache passt. Entschuldigung, den halben Part damit gefüllt zu haben. Aber hat mir gefallen. So, und jetzt kühlen. So, wer möchte jetzt aufstehen? Mich erschrecken? Aber keine Flinte mehr? Flintenmunition halt. Und jetzt wirklich mit der Pistole, aber ich wollte auch die Magnum mitnehmen. Ach guck, und den kannst du wirklich wegschmeißen. Sehr schön. Ich hoffe, er wird zurückkommen. Das ist ätzend. Die erholen sich, echt? Die waren verkokelt, Digga. Leon, wenn du noch mehr Zeit verschwendest. Ich habe das Desaster hier überlebt. Wie die sich halt einfach bewegen. Tut mir das nicht an. Die Zombies stehen wieder auf. Ach, könnt mich alle. Es ist so ein... Es ist so übertrieben. Ich würde sagen, mehr Rätsel, weniger Action, aber es ist halt echt schon sehr viel Rätsel. Aber noch mehr Action. Reicht's. Hier ist noch nicht mal was. Ich wollte doch kühlen. Kommen wir da jetzt hin? Ist das ein Kraut? Nein. Was zum... Ich brauche mehr Lösungen. Ja, Pistolenmuni. Signalmodulator. Murph. Tut ihr mir nicht an, oder? Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt. Pflanzen geworden. Sie kommen zurück. Immer und immer wieder. Verbrennt sie alle. Verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Habe ich doch gemacht und die stehen trotzdem wieder auf. Alles klar. Ah, ich bin wieder hier. Oh, das ist ja godlike. Das ist ja godlike, Digga. Wenigstens etwas. Oh, wenn ich jetzt wüsste, wofür ich dieses Ekelgerät brauche. Sagt mir die Karte da etwas. Führungspin, nein. Ich soll es erstmal frieren. Ich könnte einfach mal speichern. Und gucken, was passiert, wenn ich einfach so die Lösung reinpacken will. Aber es hieß, muss gekühlt werden. Wir kommen noch nicht in die Kühl... In den Kühlraum. Ich nenne es einfach mal Kühlraum. Ihr wisst, was ich meine. Die sind auch verkokelt. Hm. Doch, die sind... Na, manche stehen halt wieder auf. Nichts ändern. Wird nicht funktionieren? Ja, der sagt, muss kühl sein. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Ja. Ja, ja, ja. So. Haben wir das mal geklärt. Überstromschutzeinrichtung.
Um da hinzukommen, muss ich mich damit auseinandersetzen, ne? Aber das stand noch irgendwo anders. Wo war das doch gleich? Ganz genau. Das ist arschweit weg. Ich werde mich erstmal damit befassen. Wenn überhaupt. Naja, was für eine Wahl habe ich. Wir müssen also wieder runter. Das ist komplett neu. Den ich richtig verbrannt anscheinend. Scheiße, ne? Aber wenn's einzige ist, heul ich mal nicht rum. Nochmal suchen. Murph. Das steht auf Murph. Wie soll das funktionieren? Ich hätte jetzt eigentlich keinen Bock bis zu dem ganz anderen Bereich. Ach, da steht's. Ach, guck mal. Da steht die Welle, wie sie aussehen muss. Tief, hoch, hoch, ganz hoch. Tief, hoch, hoch, ganz hoch. Warte. Ich erkenne ja kaum was. So, ist gleichmäßig. Ey! Das war eher Zufall, aber ist mir recht. Serverraum. Ob wir den erst machen sollten? Der ist kleiner. Solange ihr liegen bleibt, ist mir alles recht. Ihr könnt den Raum auch belassen, ne? Ihr braucht ihn nicht besiegen, aber dann dürft ihr euch jedes Mal rumplagen, wenn ihr hier lang jumpt. Und ich merke schon, man jumpt hier oft lang. Warum ist hier eine Box? Einfach so. Nichts Besonderes. Schießpulver und Messer und halt Möglichkeiten, Items aufzubewahren. Echt sonst nicht mehr. Na gut. Bin ich total okay damit. Okli dokli. Na du Hübscher. Finde ich auch. Kommt die hier rein? Nicht solange wir die Tür... Die Tür kriegen die Zombies halt nicht auf. So, das sieht verdammt kalt aus da. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Spannend. Ah, auch an den Abschnitt erinnere ich mich. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff, was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, erster Boss. Vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Haben wir doch schon. Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend.
noch am Leben? Wir werden angegriffen, es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Bitte antworte. Gewächs 43 dreht nun durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Betreff keiner. Erinnerst du dich an Susi, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste ich aber gedulden. Spiele? Geil. Comics? Oldschool. Aber naja, 1998. Was sollte die letzte Nachricht? Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Das ist der helle Wahnsinn, ne? Aber hier gibt es auch unschöne Überraschungen. Das ist der Punkt. Deswegen mache ich das schön zuletzt. Gab es hier nicht die Zombies quasi am Haken? Wie so eine Schweinekeule? Was? Da war noch was. Schießpulver? Schön, dass ich manchmal sowas übersehe. Guck mal, zweimal hochwertig mache ich jetzt. Für die Magnum. Ja, natürlich kommt der Schinken da rein. Wird jetzt godlike gekühlt. CO2, ne? Vereist, eiskalt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur Leon, du kannst das Ding jetzt eigentlich nicht mehr anfassen. Nur mal so am Rande. Na gut, das betrifft nur das da drinne. Unkrautvernichter. Ja, nice. Kühlvorgang abgeschlossen. Es geht zu einfach. Stimmt was nicht. Und da waren wir. Das bringt uns zurück zur Lobby. Es ist schlauer, ne? Ja, da werden wir in diesem Part noch diesen Bereich kurz beenden. Das macht übelst Sinn. Denk doch an die armen Azubis und... die Praktikanten. Ich hab doch noch anderes Schießpulver. Ja. Das können wir auch zusammen klöppeln. Wenn wir jetzt also. Zack, 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 zack. Die Pflanze da vernichten. Kommen wir an die Keycard. Und alles wird hübsch. Und dann ist dieser Bereich mal schön rund abgeschlossen. Immerhin haben wir aufgeräumt, ne? Immerhin stehen die hier alle nicht mehr auf. Flammenwerfer sei Dank. Dafür ist aber auch leer. Das war halt nur die sinnvollste Möglichkeit, den Flammenwerfer einzusetzen, wie mir deut. Jetzt aber! Lösung wird zerstört. Tschüss, Pflanze 43. Sag mal, der Zombie da drin, der steht jetzt auch nicht mehr auf, oder wie ist das? Oder denkt er sich das so YOLO? Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Was war das denn?
Disziplinarmaßnahmen. So kann man es auch ausdrücken. Helm mit dem Chip. Ein Träumchen. Wer kommt hier rein? Ist euer Ernst? Wie gesagt, er ist ein bisschen overused. Wir haben ihn jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Aber es bleibt dabei. Overused. Für Computerzugriff erforderlich. Führungspersonalrechte für Der spaziert jetzt hier rum, damit du hier keine Ruhe mehr findest. Führungspersonal sind wir doch. Brian Cartwrights Posteingang. Absender William Birking, erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Cartwright. Oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender No Reply. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. Wayne Lee. Erforderlich. So, jetzt mal zusammengefasst. Wir haben hier alles. Also so alles. Da ist Benzin. Das ist mein fucking Ernst. Warte, das regeln wir. Scheiße. Nee, sorry, das Benzin hole ich mir noch. Das möchte ich jetzt doch nicht zurücklassen. Vielleicht brauchen wir nochmal. Lieber hier lang, als bei dem Dicken. Just saying. Ich bin ja sehr froh, dass das Spiel einem quasi so drauf hinweist und im Zweifelsfalle auch sagt, warum kommst du an der und der Tür nicht weiter? Du brauchst das und das und das. Das ist sehr hilfreich und wenn das weg wäre, wie früher, das wäre keine Verbesserung. Im Gegenteil. Das kannst du eigentlich direkt in den Flammenwerfer stecken. Oder nimmst den. Jetzt den auf. Packst ihn wieder weg. Also ich werde hier speichern. Aber ich werde den nächsten Part von da vorne beginnen. Ich gehe jetzt nur sicher, dass mir nichts passiert auf dem Weg, ne? Ist klar. Damit wir uns richtig verstehen. Hier ist wirklich alles abgehakt. Alles. Das heißt, wir sehen uns hier wieder im nächsten Part. Und dann gehen wir hier hin, öffnen das und dann ab in den Westbereich. Das wird der Spaß des Jahres. Wobei ich auch da noch gerne hinwollen würde. Na, dann weiß ich das für den nächsten Part halt einfach. Das werden wir zuerst nochmal abklappern. Das wird optional sein, irgendeinen Kram bringen. Und anschließend, ihr wisst Bescheid. Aber das hier ist wirklich abgeschlossen. Das war mir wichtig. Das ist schön. Das ist gut. Allzu lange kann das Spiel nicht mehr gehen. Aber für heute, danke fürs Dabeisein. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.